Trainingsauftakt beim 1. FC Köln und die Blicke waren vor allem auf einen Mann gerichtet. Philipp Hosina, Neuzugang vom französischen Club Stade Rennes. Bereits im Januar sollte der Österreicher in die Domstadt wechseln. Beim obligatorischen Medizincheck wurde damals jedoch ein Nierentumor festgestellt. War im ersten Moment ein Riesenschock, aber ja, wenige Minuten danach schon war ich einfach nur froh, dass das jetzt entdeckt worden ist, weil es gefährlich gewesen wäre, mit so einem Tumor im Bauch und dann weiterzuspielen. Und ja, wie gesagt, ich war einfach nur froh, dass das entdeckt worden ist. Das wurde operiert, das wird perfekt operiert, kann man sagen. Und ja, jetzt bin ich wieder topfit. Topfit und bereit für den FC. Am Mittwoch kam es nun zum Wiedersehen mit Udo Martin, dem Mann, der den Tumor entdeckte und Hosina womöglich das Leben rettete. Er ist so fit, wie man sich das nur wünschen kann. Wir machen ja hier keinen Breitensporttest, sondern Test nach Leistungskriterien. Er ist, was die deutsche Fußballliga angeht, voll fit. Herz-Kreislauf war sowieso nie ein Problem. Und mit einer Niere kann man ja gut leben. Und von daher, er hat auch keine Nierenprobleme in dem Sinne, nie gehabt, selbst mit Tumor nicht. Sodass es aus medizinischer Sicht keine, wie wir so schön sagen, Kontraindikationen gibt für den Sport. Ärztliche Bedenken gibt es also keine. Auch sportlich ist man in Köln überzeugt vom 26-jährigen Angreifer. FC-Coach Peter Stöger kennt seinen Landsmann bestens. Noch vor 3 Jahren spielte der Österreicher unter Stöger bei Austria Wien. In 36 Ligaspielen traf Hosina stolze 32 Mal. Ja, ich kenne den Philipp halt schon lange und ich weiß, dass er ein zusätzliches Element in unser Spiel bringen kann. Er ist ein anderer Spielertyp, als es Yuya Osako, Antino Betestis. Bisschen anders auch als Bart Finne oder Simon Zoller. Ein Spieler, der auf der Abseitslinie arbeitet, der Schnelligkeit im Spiel hat, der einen wirklich guten Instinkt vor dem Tor hat. Diesen soll Hosina nun auch in Köln unter Beweis stellen. Dass es unter Peter Stöger klappen kann, hat der Eisenstädter bereits bewiesen.